Hi zusammen und wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Aktienrunde.de, dem Kanal mit viel Wissen zum Thema Trading für Berufstätige. Mein Name ist Konstantin. Ich habe mich vornehmlich, viele wissen es von euch sicherlich, in der letzten Zeit mit der neuen Handelsmöglichkeit Digital von IQ Option beschäftigt. Und auch dieses Video wird sich damit etwas beschäftigen, allerdings nicht im praktischen Sinne, sondern vielmehr im theoretischen. Ich habe gesehen, sowohl per E-Mail als auch bei YouTube haben wir viele verschiedene Fragen und Kommentare zu diesem Thema bekommen und deswegen möchte ich so ein paar Unklarheiten in diesem Video so ausräumen. Deswegen fangen wir auch direkt mit der ersten interessanten Frage an, die uns per Mail erreicht hat. Hallo, ihr habt heute auf YouTube die neue Handelsform Digital vorgestellt. Leider finde ich die über meinen Account nicht. Könnt ihr mir helfen? Also, was wir erfahren haben, dass dieses Handelssystem jetzt vor kurzem quasi eingeführt wurde, allerdings noch nicht zu 100% ausgereift ist und deswegen gewisse Funktionen teilweise noch so ein bisschen unzuverlässig sind und vor allem eben auch noch nicht alle Leute die Möglichkeit haben, diese neue Handelsvariante zu testen. Wir selbst testen sie bislang auch nur im Demokonto, bis die ganze Sache fertig ausgereift ist. Es gibt eben, ich weiß nicht wie viele Personen, die eben schon diese Handelsform nutzen können. Wir waren beispielsweise auch nicht die Ersten, beziehungsweise ich. Es gab auch vor uns schon andere Leute, die eben diese Handelsvariante schon nutzen konnten. Da musste ich eben genauso warten wie ihr, vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch. Was ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle noch mitteilen möchte, IQ Option hat vor kurzem ein neues Video veröffentlicht, in dem eben auch diese Handelsform genau vorgestellt wird. Ihr könnt euch das entsprechend hier angucken, wenn ihr auf Videoausbildung geht und dann digitale Optionen, wie fange ich an? Und in diesem Video habe ich ein paar höchst interessante Informationen gefunden. Erstmal eine andere Geschichte und zwar habe ich glaube gestern oder vorgestern hier auch wieder mich mit der Handelsvariante Digital beschäftigen wollen und dann ist mir hier eine weitere Möglichkeit eingeblendet worden und zwar der Forex-Handel. Ist jetzt hier gerade wieder ausgeblendet. Es gibt gerade auch wirklich reihenweise Updates von IQ Option, also hier tut sich auf jeden Fall eine Menge. Was ich euch jetzt in diesem Video vor allem einfach zeigen wollte, das Video, das IQ Option selbst bereitstellt, ist dieses hier. Das könnt ihr euch also auch alle in aller Ruhe angucken. Was ich sehr interessant finde, ist einfach Folgendes. Wenn man sich das mal sehr aufmerksam anguckt. Ja, jetzt bin ich schon minimal zu weit. Ich spule nochmal so ein Stück zurück. Dann sieht man hier, was vermutlich in Zukunft alles möglich sein wird bei IQ Option. Also Digital, ich habe momentan die Möglichkeit, drei verschiedene Währungspaare zu handeln. Hier werden 38 angezeigt. Dann sind Turbo und Binär wieder getrennt, auch jeweils die Anzahl hier zu sehen. Klassisch nach wie vor, aber hinzu kommen vermutlich irgendwann noch Devisen und auch CFD-Aktien. Also hier bei diesem Broker tut sich meiner Meinung nach momentan enorm viel. Ich bin sehr gespannt, inwieweit er sich weiterentwickeln wird. Vor allem bin ich einfach davon überzeugt, dass er auch weiterhin standhalten wird, weil er mit einer der wenigen Broker ist, die den neuen Regularien von der CISEC entsprechend vollkommen gerecht werden wollen. Und insofern ist dieser Broker meiner Meinung nach auch sehr zukunftssicher. Also alleine hier in diesem offiziellen Video von IQ Option sieht man, in welche Richtung sich der Broker noch bewegen möchte. Und ich halte das für eine sehr gute Sache. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist das nicht das gleiche wie Ladder Option bei BD Swiss? Es gibt gewisse Parallelen. Was ich hier allerdings ganz deutlich meiner Meinung nach trennen würde, ist beispielsweise, dass man hier mit ganz unterschiedlichen Beträgen arbeiten kann und nicht erst beispielsweise mit einem Betrag ab 25 Euro, sondern man kann hier bereits auch hier bei den Digital-Optionen bereits mit einem Euro traden. Und von daher hat man eine viel, viel größere Freiheit, was eben das Kontingent angeht, dass man entsprechend in diese Trades investieren möchte. Ansonsten gibt es schon gewisse Parallelen. Ich halte auf jeden Fall dieses System für sehr interessant. Ich werde auch in nächster Zeit noch einige Trading-Videos dazu veröffentlichen. Nach wie vor, wie gesagt, im Demokonto, um auch zu zeigen, was das Ganze so bietet. Wenn ihr selbst übrigens bei IQ Option ein Konto eröffnen möchtet, dann könnt ihr gerne unseren Link unterhalb des Videos nutzen oder auch oben in der Infokarte. Ich empfehle euch aber auch, erstmal im Demokonto das Ganze zu testen.
Nächste Frage. Muss man bei der dort angezeigten Rendite von zum Beispiel 220% nicht noch die 100% abziehen, welche ja der Einsatz sind und bei Trade-Abgabe auch erstmal vom Konto abgebucht werden? Nein, also die Rendite, die dort angezeigt wird, die dann letztendlich ausgeschüttet wird, ist der Reingewinn. Ich habe das Ganze auch schon mal in verschiedenen Situationen nachgerechnet. Also wenn man jetzt wirklich den Trade entsprechend positiv abschließt und somit dann eben einen Gewinn einfahren kann, dann bekommt man quasi den Setzbetrag zurückgezahlt plus die Rendite, die entsprechend angezeigt wird. Natürlich sind diese 900%, die maximal erreicht werden können, sehr schwierig zu erreichen. Das hat einfach damit zu tun, je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Aber der Vorteil an dieser Handelsoption ist meiner Meinung nach, dass man eben Risikobereitschaft und Gewinnorientierung gut irgendwie immer miteinander kombinieren kann. Also wenn man jetzt eher ein höheres Risiko eingeht, könnte man beispielsweise den Betrag etwas geringer ansetzen, um dann aber trotzdem eine hohe Rendite zu erhalten. Oder wenn man ein geringes Risiko fährt, könnte man mit einem höheren Betrag arbeiten, um trotzdem eben aus dieser Situation mit einer geringen Rendite noch ein recht profitables Ergebnis zu ziehen. Also der Handlungsspielraum hier meiner Meinung nach extrem hoch. Von daher ist das meiner Meinung nach auch wirklich eine sehr interessante Handelsmöglichkeit. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, die jetzt in diesem Video noch nicht so direkt beantwortet wurden, oder wenn ihr irgendwelche anderen Anliegen jetzt zu IQ Option, zu uns, zu was auch immer habt, schreibt unterhalb des Videos einen Kommentar. Hinterlasst auch wie immer gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, abonniert unseren Newsletter, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Alle Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Sag wie immer bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.